Hallo, mein Name ist Kiria van de Kamp von sensualbirthing.de und ich bin freiberufliche Hebamme und erzähle dir über sinnlich Leben, Lieben und Gebären. Und ich habe kürzlich ein Video veröffentlicht darüber, was meine Erfahrungen mit meinem Geliebten mit Geburt zu tun haben. Und daraufhin habe ich ein paar Nachrichten gekriegt und Fragen bekommen und ich möchte heute auf eine Frage antworten von Andrea. Und Andrea hat geschrieben, ich habe gerade das Video gesehen und bin spontan auf die Idee gekommen, dir zu schreiben. Die Sache ist, dass mein Mann seit circa 4 Jahren nicht mehr mit mir schläft, auch nicht Sex in anderer Form. Wir kuscheln, küssen etc. Er hat kein Problem damit. Ich habe natürlich keine Lust, eine sexuell frustrierte Frau zu sein, noch will ich notgeil durch die Gegend rennen. Er sagt immer, das wird schon. Aber auch drüber reden hat eher schlechte Stimmung gemacht. Während ich das schreibe, muss ich weinen. Hast du aus der Ferne einen guten Tipp für mich? Liebe Grüße. Ja, also ich kann das gut verstehen und ich finde es spannend, weil mir in letzter Zeit häufiger Frauen begegnen, wo das Thema ist, dass der Mann keine Lust hat. Im Allgemeinen denkt man oft, die Männer haben ständig Lust und die Frauen nicht. Ich war jetzt kürzlich auf einer Familienaufstellung mit meiner Tochter und in den Aufstellungen waren auch 2 Frauen, die das Thema hatten, dass sie eigentlich mehr Lust haben als der Mann und der Mann nicht will. Also fand ich sehr interessant. Ist natürlich nicht ganz einfach so zu beantworten. Wenn wir jetzt in einem Coaching wären, wäre das etwas leichter. Grundsätzlich kann ich dir mal ein paar Tipps geben und ich würde auf jeden Fall damit anfangen, deine eigene Sinnlichkeit zu stärken, deine eigene Sinnlichkeit für dich zu leben, erstmal völlig unabhängig von ihm. Und wie du das machst, das kann auf unterschiedliche Art und Weise sein, dass du schaust, was sind Dinge, die dich selbst sinnlich fühlen lassen. Sei das, dass du dir Massagen geben lässt oder austauschst mit einer Freundin, dass du ins Thermalbad und in die Sauna gehst oder dass du eine Pole-Dance-Klasse Stunde oder ja, besuchst und sowas lernst oder irgendwie eine Art von Sexy Dancing oder überhaupt tanzen, was dich gut in deinem Körper fühlen lässt oder ob du auf dem, weiß ich nicht, Tantra-Frauen-Workshop gehst oder dir da Bücher besorgst und da deine eigene Sinnlichkeit und Lust kultivierst und pflegst. Vielleicht kaufst du dir auch einen neuen Dildo oder Vibrator und praktizierst liebevolle Selbstliebe und schaust mal, wie es dir damit geht. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das nicht alles ist und du bist verheiratet und möchtest auch Sexualität mit deinem Mann leben. Das habe ich schon verstanden. Gleichzeitig denke ich, ist es wichtig, dass du den Fokus von ihm einmal wegnimmst und ganz auf dich richtest. Denn was manchmal passiert, wenn du als Frau wieder deine Sinnlichkeit und Lust wieder lebst und das auch ausstrahlst, dass es dir in dir gut geht, dass du für ihn wieder viel attraktiver wirst. Also sorg dafür, dass es dir richtig, richtig gut geht in deinem Körper und mit dir als Frau in deiner Lust. Kleide dich so, dass du dich sinnlich fühlst und lass ihn erstmal. Die andere Seite, ich würde schon mit ihm das Gespräch suchen, gerade wenn das schon auch so lange geht. Ich hätte nicht so viel Geduld gehabt, glaube ich. Also du scheinst ihn sehr zu lieben und dir scheint in dieser Beziehung sehr viel zu liegen. Und du möchtest das gerne mit ihm hinkriegen, so verstehe ich dich. Und ich würde auf jeden Fall das Gespräch suchen mit ihm in der Form, wo du ihn nicht kritisierst, ihn nicht anklagst, sondern von dir sprichst, was dein Bedürfnis ist. Dass du sagst, hey Schatz, das ist echt schwierig für mich, ich begehre dich, ich liebe dich, ich möchte einfach eine Art finden, wie wir wieder unsere Sexualität miteinander leben können. So bin ich unzufrieden damit und ich wünsche mir das so sehr, was können wir machen? Und du hast gesagt, es ist schwierig, darüber zu reden und ins Gespräch zu kommen, das gab eher schlechte Stimmung. Da würde ich nochmal gucken, woran lag das vielleicht? Liegt das einfach, dass er überhaupt nicht über das Thema reden will? Oder lag es an der Art, wie du es adressiert hast? Wichtig ist eben, dass du ihn nicht kritisierst, da wo er jetzt gerade ist, dass du versuchst, Verständnis aufzubringen, aber auch dir von ihm Verständnis wünscht, gemeinsamen Weg zu finden. Und in dem Zuge kann man natürlich auch überlegen, braucht ihr vielleicht Hilfe von außen? Braucht ihr professionelle Hilfe? Sucht ihr euch Paarberatung, Sexualberatung, Coaching von Leuten, die damit Erfahrung haben? Geht ihr in eine Jahresgruppe? Ich kenne eine sehr gute Arbeit, die heißt Paarsynthese, kann ich sehr empfehlen für Paare. Da geht es jetzt nicht nur um die Sexualität, da geht es grundsätzlich um die Paarbeziehung, was sehr tiefgehend ist und sehr hilfreich sein kann. Da verpflichtet man sich über ein ganzes Jahr oder eine Paar-Tantra-Gruppe zu machen, sagt, hey, lass uns was Neues ausprobieren und gucken, wie es uns geht damit, wenn er dafür bereit ist.
Oder wirklich einfach therapeutische Coaching-Sitzungen zu nehmen als Paar, um wieder zueinander zu finden. Weil als Paar gemeinsam, wenn man sitzt zu Hause und es eh gerade schwierig hat, über so ein Thema zu reden, kommt man oft nicht viel weiter, sondern verfährt sich in den bekannten Strukturen und bekommt vielleicht noch Streit oder einfach dicke Luft und findet nicht zueinander. Von daher kann das gut sein, jemand von außen zu haben, der einen unterstützt dabei und Hilfestellung gibt, wieder in ein Gespräch und in einen Kontakt zu finden. Und wenn das alles nicht fruchtet oder er das nicht will, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, willst du mit diesem Mann zusammenbleiben? Kann das für dich funktionieren, mit ihm zusammen zu bleiben, ohne Sex zu haben? Oder sagst du ihm, hör zu, Schatz, wenn du nicht willst, ist es für dich okay, wenn ich diesen Teil meines Lebens mit jemand anders lebe? Und dann schau mal, was er sagt. Musst dich natürlich fragen, ob du das selber auch machen würdest. Ja. Und das, ich sage nicht, dass du das machen sollst, überhaupt nicht. Mein Ding wäre das nicht. Wenn ich einen Mann habe, dann würde ich das mit dem teilen wollen und mich bemühen, da wieder einen Weg zueinander zu finden. Und ich drücke dir da sehr die Daumen und alle, die das betrifft, da den Mut zu haben, sich selbst nochmal neu zu erforschen und ins Gespräch zu gehen und gemeinsam Wege zu finden. Alles Gute auf deinem, auf eurem Weg miteinander. Bis bald.